Ein richtig teures Buch. Cranberry, können wir immer gebrauchen. Wie ich den hier einfach alles klaue, ne? Oh, Kerzen. Yum. Können wir alles gebrauchen. So. Sonst noch irgendetwas? Irgendwas für mich da hier? Das, was er mir noch nicht gegeben hat? Aus Reinstücken. Okay, speichern. Ich speichere jetzt auch, dass ich jetzt den Dings halt nicht habe. Und dann nehmen wir mal einen der Tränke hier. Nicht Invisibility, sondern Levitation für 30 Sekunden. Na, da drin war das Ding übrigens. 100. Ah, okay. Jetzt weiß ich, was ich mir noch holen muss. Oh, noch eine Frau. Deviat 4. He's in a study. He's busy. As always busy. Corpus Disease. Plunder the dungeon. You're smart. Get Corpus Disease. Get killed by Corpus Monsters. Get killed by Vishtakai. A very good plan. Plunder the dungeons of a 4000-year-old wizard. What could be easier? Oh, stimmt schon. Nichts einfacher als das. Boah, alter Schwede. Der Kerl hat einfach mal eine komplette dädrische fucking Rüstung an. Guckt euch das an. Eine komplette dädrische Rüstung. Alter Schwede. Und die Bücher sind wahrscheinlich auch voll. Ja, natürlich. Und hier ist ein ganz großer, großer Seelenstein. Boah, noch mehr teure, geile Bücher. Hier da nochmal ein 200er, nochmal ein 200er, 350, 100. Oh mein Gott. Den Kerl müsste ich beklauen. 100 und Trap. Und was ist hier nochmal? Ein bisschen Korpusfleisch. Ja, und nochmal 100. Und ja, das sind... Wer weiß, was da alles drin steckt. 30er Buch nur. Oh mein Gott. Er hat ja auch Billigbücher, der Kerl. So, klauen wir uns erstmal das Ding hier, wa? Wir schleichen doch, oder? Ja, wir schleichen. Na? Lässt mich? Okay. Ich kann da mich überhaupt noch sehen. Der guckt in eine vollkommen andere Richtung. Ich sollte mir vielleicht noch irgendwo hier drauf... Soll ich hier noch irgendwo drauf hüpfen oder so? Ich komme hier noch nicht mal mehr raus, wa? Nee, anscheinend komme ich hier nicht wirklich gut raus wieder. Oh, da ist ein Schlüssel. Und ein Indexschlüssel. Oh mein Gott, Alter, hat der geile Sachen. Ich muss das alles haben. Diese Folge wird hauptsächlich daraus bestehen, zu versuchen, dass ich die Sachen kriege und hier irgendwie wieder rauskomme. So. Wie kann er mich die ganze Zeit noch sehen? Ich verstehe es nicht. So, hier drin sollte er mich jetzt eigentlich nicht sehen können. There is someone watching me. I can tell. He can tell. Das kann er, natürlich kann er das, das weiß er. Und jetzt haben sich natürlich mein Akrobatik-Skill auf, keine Ahnung, was verbessert. So, und hier drin. Hier kann er mich jetzt hundertprozentig nicht sehen. Ich raff's nicht, wie kann er mich noch sehen? Bin ich ernsthaft so schlecht? Kann doch eigentlich gar nicht sein. Ich hab doch hier, ich hab doch Snake habe ich, Sneak habe ich doch hier, 33, was ist da los? Nein, Mist. Ich wollte eigentlich da oben drin bleiben. Ja, genau so. Nein, lass mich drin. Ich will gerade versuchen, da irgendwie hier hochzukommen, auf diese Spiral-Dingsbums. Ich habe zwar genügend Levitationstränke, aber das muss man ja nicht die ganze Zeit benutzen, ne? Ah, ja, beinahe. So, jetzt sind wir schon mal hier. Nein, bleib da drin. Bleib da drin.
Okay, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. So, jetzt sieht er uns nicht mehr. Jetzt müssen wir es nur noch irgendwie schaffen, auch was zu sehen. Ich dachte eigentlich immer, dass man dann auch so ein bisschen hoch und runter machen könnte. Da, jetzt sehen wir doch was. Aber wir können es nicht nehmen. Nicht von hier aus. Vielleicht von hier aus? Hm? Da wird wohl nichts draus. Aber wir brauchen die Sachen auf jeden Fall unbedingt. Dann will ich mal hier hin. Okay, jetzt hat er sich wenigstens in die andere Richtung gedreht. Dann können wir es jetzt nochmal von hier probieren. Na? Dann könnte man von hier aus bestimmt... Ja, den könnte ich nehmen. Aber dafür müsste... Oh, warte mal, ich habe doch Unsichtbarkeitstrank. Aber ist natürlich die Frage... Speichern wir mal kurz. Ob der etwas bringt, der Unsichtbarkeitstrank. Weil, sofern ich weiß, sobald man irgendwas berührt, dann wird man wieder gesehen. Aber erstmal können wir es ja ausprobieren. So, jetzt sieht er uns auf jeden Fall schon mal nicht mehr. Und jetzt können wir nämlich mal probieren. Das hat geklappt, super. Wir hätten aber zuerst den Schlüssel vielleicht klauen sollen. Komm, wir laden das nochmal. Einfach nur um den Schlüssel zuerst zu klauen und dann mal zu probieren, ob wir die ganzen Sachen öffnen können. Um zu schauen, ob wir dann auch vielleicht Kopfgeld kriegen, ob er uns dann töten möchte oder so. Ja, warum wohl, ne? Oh mein Gott, können wir uns da vielleicht einfach hier hinter verstecken jetzt? Ja gut, okay, dann machen wir es halt wieder mit dem Unsichtbarkeitstrank. Speichern. Und da ist der Unsichtbarkeitstrank. Zack. Bam. Kopfgeld gekriegt. Null. Das speichern wir jetzt mal. Dafür hat es sich gelohnt. Dafür hat es sich wirklich gelohnt. Das war so dämlich. Scheiße, jetzt habe ich es gespeichert, ne? Kacke. Kacke, kacke, kacke. Kann ich, wenn ich hier bin? Das. Den auf jeden Fall auch, ne? Den könnte ich dann da beiseite stellen. Oh, das könnte man alles nehmen hier, ne? Kann man das hier so machen? Alles. Das da hinten kann ich nicht krabben. Und so. Mhm. Mal kurz so gucken. Das würde gehen. Wir können versuchen, alles auf einmal an uns zu nehmen. Das können wir mal einmal ausprobieren. Mal schauen. Dafür speichern wir noch einmal. Dafür gehen wir in Schleichmodus. Dafür machen wir uns einen Invisibility-Trank. Woher weiß er, dass wir da sind? Okay, dann laden wir nochmal. Und dann drehen wir ihn mal um. What, Outlander? Why do you disturb me? Ich habe keine Ahnung, warum. So, dann machen wir es diesmal so. Speichern. Obwohl er sich danach dann wieder umdrehen wird, wenn ich laden muss, aber egal. Invisibility. Und wir sind unsichtbar. So. Jetzt machen wir es nämlich wie folgt. Ich
weiß nicht, ob ihr den Trick schon kennt, ne? Das hätte ich vorhin auch schon machen können, hätte ich nur einen Unsichtbarkeitstrank verbraucht. Aber, naja, so ist das Leben manchmal, ne? Oh, und ich habe nicht drauf geachtet, ob ich das sehen kann. Das heißt, ich muss so oder so laden. Und der hättest du da so gesehen. Okay. Do you want something? Eigentlich nur, dass du hier hinguckst, genau. So. Voll der Close braucht man immer. Warum regt er sich eigentlich auf? Der hat doch gesagt, dass Leute ihn herausfordern sollen und das klauen sollen, das Zeug. Okay. Ja, dann probieren wir jetzt nur den Schlüssel einmal kurz noch, weil das wäre, glaube ich, ein bisschen besser. You talk too much, Outlander. Ich rede eigentlich gar nicht. So, nochmal speichern jetzt hier. Jetzt nochmal laden. Damit er sich umdreht. Das brauchen wir nämlich, dass er sich jetzt mal umdreht. Do you want something? So, da soll es jetzt einfrieren, bitte. Sehr gut. Also. Den wollen wir jetzt natürlich auch haben. Schade, dass wir nicht hier hinterkommen. Das wäre echt praktisch. Probably nothing. Das geht da leider alles nicht da hinten. Aber vielleicht so. Nee, so auch nicht. Ey, Hauptsache der hat eine komplette dädrische Rüstung, ne? Komme ich immer noch nicht richtig drauf klar, wie man merkt. I could kill that guard. Those boots are ruined. Na, Hauptsache ich krieg diese Seite hier und das da, ne? Das wäre eigentlich das Beste. Gut, dann probieren wir das jetzt nochmal so. Und zack. Und na, zack. So dass wir noch lange genug unsichtbar sind. Das wollen wir natürlich auch haben, das Buch. Und hier. Euch. Euch alle. Alles meins. Alles meins. Den Schädel brauchen wir auch. Den Schädel hier auch. Schade, den kriegen wir nicht, das Buch. Ach, falsch rum. Du da. Und du hier. Du dahin. Und du da. Und dann bitte, 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 bitte. Ah, wir haben es geschafft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir ein paar richtig teure Bücher. Und wir können auch nochmal das hier kurz ausprobieren. Speichern. Wir haben gar kein Kopfgeld gekriegt, ne? Gar nichts, null. Sehr gut. Das speichern wir jetzt. Das ist jetzt safe für uns. Okay. Hauptsache die Falle löst nicht auf, wenn wir da ein bisschen dran rumklickern. Ich weiß aber, wofür der Schlüssel, glaube ich, ist. Yes, sir. Ich glaube, ich weiß, wofür der Schlüssel ist, Leute. Allerdings Schlüssel entschärfen, glaube ich, keine Dings, keine Fallen. Kriegen wir dafür jetzt Ärger? Nee, ne? Reingucken tut nicht weh, ne? Nur rausnehmen. Urne, 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 Urne. Schon nicht ohne, ne? So, und ich glaube nämlich, dass das hierfür war. Ansonsten entschärfen wir einfach mal schon mal im Vorfeld die Falle. Das hat geklappt und... Ah, schade, dafür war der Schlüssel also nicht. Aber hey, wir haben den Schlüssel jetzt schon mal.
Gut, jetzt reden wir mal mit dem Kerl. Die steht hier voll im Weg, ne? Also, nur minimal. Nur minimal. Jojo, ich rede jetzt mit dir. 4000 Jahre alt. Say, that's an interesting dreamer piece you have there. What can you tell me about it?